Heute ist der 23. Dezember 2023. Morgen ist Heiliger Abend und wir gucken uns heute nochmal das Silber an. Das Silber hat letzte Woche gemacht, plus 2%. Und weil es nicht ganz so spannend war in der letzten Woche, gucken wir uns heute mal die westlichen Edelmetalle an. Auf jeden Fall einige davon hier aus dem Periodensystem der Elemente, das wir uns auch mal ganz kurz angucken werden, um hier auch ein bisschen chemisches Wissen aufzubauen oder chemisches Wissen. So, die Frage ist, wo wird denn Silber 2023 schließen? Nach drei Handelstagen, die jetzt nächste Woche noch kommen. Und ich würde sagen, wir schließen heute hier mal Wetten ab. Bitte hier mal ganz kräftig in die Kommentare reinschreiben, wer denkt denn, wo das Silber schließen wird? Okay, schauen wir uns gleich nochmal näher an. So, und damit ein herzliches Glück auf hier aus Hamburg, wo es gestern gestürmt hat wie Hacke, würde ich sagen. Und heute regnet es und es ist kalt und alles gar nicht schön. Glück auf jeden Fall. Das ist der Gruß der Bergleute, der Minöre. Das kommt aus dem sogenannten Steigerlied. Das Steigerlied, Glück auf, der Steiger kommt. So geht das Lied an und das singt der Herbert Grönemeyer immer, wenn er ein Live-Konzert gibt, vor dem Lied Bochum. Da stimmt er immer dieses Steigerlied an. So, und wir steigen jetzt hier ein in Silber. Silber Futures, die Saisonalitäten, die sehen eigentlich im Dezember ganz positiv aus. Also die erste Hälfte im Dezember geht es runter, die zweite Hälfte geht es wieder rauf. Und das ist genau so, wie es jetzt hier im Dezember bis jetzt auch ist. Ja, normalerweise ist der Dezember bullisch und es ging ja auch die ersten 2 Wochen runter. Und jetzt steigt es wieder langsam an. Also es kann gut sein, dass das hier noch eintreten wird. Deswegen dann auch die Wetten dann. Ja, also ich gebe schon mal eine Wette ab. Ich wette, dass das Silber über der 25 schließen wird. Vielleicht knapp unter der 26. Das wäre jetzt meine Wette. Und wer wettet denn hier dagegen? Oder? Oder sonst irgendwie? Also auf jeden Fall bitte mal mitwetten. So, jetzt schauen wir uns mal das Silber langfristig an. So sieht's aus. Gestern geschlossen, gestern um 22 Uhr bei 24,2 US-Dollar pro Feinunze. Hier immer noch dieser Deckel bei ca. 25. Haben wir jetzt auch schon x-mal drüber gesprochen. Und bullisch wäre der Monatsschluss über der 25,3. Dann wäre das ein bullischer Monat. Zumindest dann hier schon mal leicht bullisch, ja, wenn er so leicht über der 25,3 ist. So, sind wir mal ganz gespannt, was letzte Woche noch passieren wird. Hier sehen wir mal den Monat. Das ist der letzte Monat Dezember bis jetzt. Unten eine ganz lange Lunte sozusagen. Das heißt, der war schon mal viel, viel tiefer. Insgesamt sind wir jetzt bei minus 4,4% im Silber. Und es lauert hier noch eine ganze Armada an Widerständen bis zur 30. Die kommen hier in den Dollarabständen quasi ab der 25 hier dann angerattert. Also das wird nochmal ein recht steiniger Weg werden hier nach Norden im Silber. Und es kann auch immer noch sein, dass das Ganze nochmal hier abrutscht Richtung Süden, Richtung 25. Aber ich muss jetzt mittlerweile sagen, so wie mir das jetzt hier aussieht, ja, dieses Silber, das klebt ja förmlich hier an dieser oberen Trendlinie. Ja, das hat sich hier die letzten Monate, x Monate eigentlich, oder fast das ganze Jahr 2023, klebt das hier mehr oder weniger hier an diesem Deckel. Also das sieht für mich mittlerweile bullisch aus, wobei man diesen Retest von der 15 immer noch irgendwo im Hinterkopf behalten sollte. Aber ich würde eher sagen, das ist eher bullisch. Ich bin eher bullisch gestimmt im Silber, muss ich ganz klar sagen. So, jetzt schauen wir uns mal das ganz langfristige Bild für Investoren an, die jetzt hier Monate und Jahre im Markt drin bleiben. Ich muss kurz einen Disclaimer geben. Dieses Video, das dient nur zu Ausbildungszwecken, es stellt keine Handels- oder Anlageempfehlungen dar. Es handelt sich um Fachsimpeleien, um Charttechnik und der Autor, also ich, bin also im Silber investiert. So, das Silber, das dient ja als strategische Sicherheit. Sollte man nach Möglichkeit, entweder Silber oder Gold oder andere Edelmetalle oder auch Diamanten, auf jeden Fall irgendwas Werthaltiges und was man irgendwie auch relativ klein stückeln kann und womit man dann eben auch einkaufen gehen kann. Und dafür eignet sich Silber eben sehr, sehr gut, weil das nicht so teuer ist wie das Gold. Das kann man auch klein stückeln und damit kann man dann auch mal losziehen und in Notzeiten, die hoffentlich nie kommen werden, dann einkaufen gehen. Auf jeden Fall haben Edelmetalle einen dauerhaften inneren Wert im Gegensatz hier zu unserem Fiat-Geld hier, zu unserem Papier und unserem Münzgeld oder auch den Zahlen auf dem Bankkonto. So, Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist schon seit Jahren höher als Angebot im Silber. Deswegen steigt aber der Preis bis jetzt nicht. Und wir warten auf steigende Preise im Silber. Also ich zumindest. Okay.
Hier eine langfristige Strategie. Was man machen könnte jetzt, solange der Kurs hier unter der 30 ist, könnte man hier in fallende Kurse mit steigenden Geldbeträgen einsteigen. Und wenn der Kurs dann irgendwann mal über der 30 rausgehen sollte, dann wird sich hier hoffentlich ein Trend aufbauen. Und dann kann man hier in steigende Kurse einkaufen. Das wäre dann die Strategie 2 mit dem Trend gehen. Und das wäre die Strategie S1 verbilligen. Okay. So, jetzt schauen wir mal Gold versus Silber. Das Gold, das schloss gestern bei 2053 US-Dollar pro Feinunze, Silber bei 24,2 US-Dollar pro Feinunze. Wenn man beides durcheinander teilt, kommen wir auf die 85. Man zahlt also derzeit ca. 85 Unzen für eine Unze Gold. So, ja, hier ist mal das langfristige Chart der Gold-Silber-Ratio seit 1973. Das sehen wir hier oben über der. Was ist das jetzt hier über der 80? Ist das hier relativ günstig? Also 85 sind wir jetzt in einem relativ günstigen Bereich und hier unter der 40 wäre es dann relativ teuer. So, das habe ich hier jetzt mal mit aufgenommen hier, mit neu aufgenommen in dieses Chart. Das ist hier ganz witzig. Also dieser mittlere Bereich, der zählt im Grunde nicht. Es zählt nur hier der oben, der günstige Bereich und unten der teure Bereich. Dieser mittlere Bereich zwischen 40 und 80, da ist das Silber neutral und das eben in einem relativ großen Bereich hier zwischen der 40 und der 80. Okay. So, und wenn das 40, wenn das Silber hier oben jetzt über der 80 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Silber steigen wird, relativ groß, weil es eben im Vergleich zum Gold sehr, sehr günstig ist. Und da unten wäre es dann umgekehrt. So, das ist jetzt, finde ich, sehr, sehr spannend, ja, aber es ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt handelsrelevant. Ja, deswegen mache ich jetzt keine Ein- oder Ausstiege im Silber aufgrund von dieser Ratio hier. So, jetzt schauen wir uns mal kurz bei Gold. Da habe ich hier gefunden eine Besucherprognose von goldpreis.de. Also hier im Gold, das sind die Leute überwiegend bullisch gestimmt, positiv. Also die denken, dass die Preise hier steigen werden. Ist aber noch nicht ganz am Anschlag. Ja, hier ist noch Potenzial. Das heißt, der Markt, der ist hier nach dieser Perspektive auf jeden Fall noch nicht überhitzt. Ja. So, hier habe ich einen Rechtschreibfehler, das geht natürlich überhaupt gar nicht hier. Die Stimmung im Gold ist ziemlich gut derzeit, das kann man so sagen. So, wir finden ja im langfristigen Goldchart, finden wir so eine Formation hier, eine sogenannte Tassen-Henkel-Formation. Das kann man sich ja vorstellen, ja, das hier ist eine Tasse, sieht aus wie eine Tasse, eine Teetasse. Und hier wäre dann der Henkel. Und so eine Formation ist sehr, sehr bullisch an sich. Und wenn das Gold hier oben rausgehen sollte, dann ergibt sich hier ein rechnerisches Ziel, das liegt locker über der 3000. Ja, da nimmt man dann die Höhe von dieser Tasse hier, also vom Tassenboden bis oben bis zum Rand von der Tasse und den setzt man dann hier oben über dieser Trendlinie dann hier oben nochmal genau 1 zu 1 hier oben drauf und dann kommt man hier auf dieses Kursziel. Also, und wenn Gold hier rausgehen sollte, dann müsste Silber an sich auch rausgehen, locker über die 25, wenn nicht sogar über die 30. Okay, aber das ist alles Zukunftsmusik, das müssen wir nächstes Jahr schauen. Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber lass uns mal gucken. Wir werden es nächstes Jahr auf jeden Fall alles immer schön verfolgen. So, jetzt kommen wir in das mittlere Picture, Wochen bis Monate hier, die Handelszeit. Kann man derzeit nicht empfehlen, mittel- und kurzfristig zu handeln, also in der Woche, im Tag oder in Stunden. Das ist sehr, sehr gefährlich im Silber. Besser hier die S1-Strategie wählen, also hier in fallende Kurse hier mit steigenden Geldbeträgen einsteigen, weil dieses ganze Feld im Silber zwischen der 22 und der 26, das ist ein einziges Minenfeld. Und wie wir ja vorhin auch schon besprochen haben, im Monatschart geht es dann auch hier weiter in den Dollarabständen jeweils bis zur 30. Also man kann sagen, im Grunde ist das ganze Feld zwischen 22 und 30 ist ein Minenfeld. Ja. Das sind also hier auf jeden Fall schon mal 40%, wenn nicht sogar hier ja, ungefähr 40%. Das ist heftig, ja. Das ist ein ziemlich großes Minenfeld, würde ich sagen. Okay. Also hier jetzt irgendwo mittel- und kurzfristig zu handeln, das ist wirklich sehr, sehr kritisch, würde ich sagen. Da gibt es einfach viel schönere Sachen. Ja. Wenn man jetzt sowas nicht handeln muss, dann kann man auch was anderes handeln. Aber trotzdem bin ich ein absoluter Silberfan, muss ich sagen. Silber, das macht mir richtig Spaß. Das finde ich richtig spannend. Das ist eine Herausforderung. Ja, okay, so. Hier ist der Wochenchart.
Das war die vorletzte Woche. Dieses kleine blaue Teil hier oben, das ist die letzte Woche gewesen. Also da sehen wir, da war es relativ unproduktiv die letzte Woche, das Silber gewesen. Und witzigerweise hat es genau wirklich auf den Millimeter genau beim 50% Retracement hier am Freitag gestern Abend angehalten. Ja. Also das heißt, hier war die Spitze bei 26, ja, da gab es dann die Klatsche, dann ist es hier runtergehandelt worden. Erstmal und in der Folgewoche dann nochmal weiter runter bis zu 22,50 circa war das. Ja, und diese ganze Strecke, die wurde jetzt in den letzten beiden Wochen, in der vorletzten Woche, in der letzten Woche, genau zu 50% zurückgehandelt. Das ist das sogenannte 50% Retracement. Und das ist eine kritische Stelle, weil bis zum 50er Retracement ganz oft Erholungen stattfinden, bevor es dann hier weiter südlich geht. Also ich würde jetzt, weiß ich nicht, ob man jetzt so euphorisch sein muss im Silber, jetzt zumindest hier mittelfristig. Keine Ahnung, ob das hier jetzt weiter steigen wird. Also ich gehe davon aus, ja, deswegen habe ich ja auch gewettet, dass es über der 25,3, wenn nicht sogar 6, ja, 26 dürfte ein bisschen heftig werden. Also ich werde auf jeden Fall sagen, über der 25 wird es schließen, also irgendwie hier oben. Das wäre meine Wette. Also ich bin bullish im Silber. Kann aber durchaus sein, dass es hier nochmal nach Süden runtergeht. Das kann jetzt hier nur eine Erholung sein von diesem Impuls hier, der hier vor 3 Wochen stattgefunden hat. Unklare, meines Erachtens eine unklare Gefechtslage zwischen den Bullen und Bären immer noch und in Doubt, keep out, würde ich sagen. So, jetzt Short-Term-Trader, Stunden bis Tage, hier Handelszeit. Da sehen wir also die letzte Woche, Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag. Also das war so eine, ja, leicht, ich würde sagen, gemäßigte Fortsetzung von diesem Impuls hier von der vorletzten Woche. Sehr, sehr unproduktiv eigentlich. Und ich schätze mal, dass die Händler oder ein Großteil der Händler einfach schon in den Weihnachtsurlaub abgerückt ist, ja, und gar nicht mehr an den Handelstischen war. So sieht man das Ganze aus, ja. Irgendwo keine Lust mehr, ja. Jetzt ist Weihnachten, jetzt muss man noch Geschenke kaufen und so weiter. Hier der H4-Chart. Da sehen wir hier dieses Gezockle hier. Das war so wenig kraftvoll gewesen. Das läuft meines Erachtens parallel zum Euro-US-Dollar. Das ist jetzt hier der Euro-US-Dollar. Ja. Der Euro-US-Dollar, der hat gestern geschlossen über der 1,10. Und die 1,10 ist eine sehr, sehr wichtige Marke im Euro-US-Dollar. Ja, das ist eine runde Preismarke. Und wenn die halten sollte, wenn also der Dollar noch schwächer werden sollte, dann sehe ich hier für Silber und auch für die anderen Edelmetalle wirklich hier gute Aussichten. Ja, also auf jeden Fall wirkt ein schwacher Dollar immer unterstützend auf die Kurse. Ja. Es ist jetzt hier nicht der einzige Aspekt, der damit reinspielt, aber auf jeden Fall ist es nicht schlecht, wenn der Dollar schwach ist, ist das nicht schlecht für die Edelmetalle, für den Edelmetallkurs hier nach Norden. Ja. Also wie gesagt, in den USA ist die Aussicht oder sind fallende Zinsen oder die Aussicht auf fallende Zinsen, auf weiter fallende Zinsen, die lassen halt eben den Dollar jetzt derzeit schwächeln. So, und jetzt schauen wir uns mal die Edelmetalle an, würde ich sagen. Das ist hier jetzt das Periodensystem der Elemente und da finden wir hier in dem Mittelfeld diese ganzen orangen Felder, das sind jetzt hier die Edelmetalle. Also ich zähle jetzt nicht alle auf, da gehört halt Kupfer dazu, Silber, Gold, dann Platin, Palladium gehört auch dazu und dann noch hier die ganz teuren Dinger da, so wie Rhodium zum Beispiel oder Iridium, glaube ich auch, habe ich auch mal irgendwo gesehen. Quecksilber witzigerweise gehört auch noch dazu. Ja, und dann noch so ein paar unaussprechliche Namen hier. Osmium, Iridium, da haben wir sie, ja. Also die gehören auch noch dazu. Edelmetalle sind also jetzt korrosionsbeständig. Sie reagieren in ihrer natürlichen Umgebung nicht mit anderen Stoffen. Dafür sind sie sich einfach zu edel, ja, um mit anderen Stoffen zu reagieren. Okay. Also das zeichnet Edelmetalle aus, dass sie korrosionsbeständig sind. Okay, Silber. Silber, kann ich mich erinnern, Silber reagiert was war das nochmal? Irgendwas mit Schwefel, glaube ich, ne? Mit irgendeinem Schwefelstoff, der in der Luft ist. Fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Und deswegen läuft das Silber an.
Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen hier irritiert, muss ich sagen. Aber hier steht es ja, Edelmetalle sind korrosionsbeständige Metalle. Das heißt, dass sie in ihrer natürlichen Umgebung nicht mit anderen Stoffen reagieren. Deswegen rosten Edelmetalle beispielsweise nicht. Okay, das werde ich nochmal klären mit dem Silber. Ich habe es mal gewusst, habe ich mittlerweile wieder vergessen. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Allerbeste. Okay, so, jetzt schauen wir uns mal das Gold an. Haben wir ja schon gesagt, Gold sieht ziemlich bullisch aus. Ja, wenn diese Tassen-Henkel-Formation hier aufgelöst wird, dann sieht das in Gold sehr, sehr gut aus. Platin, was ist mit dem Platin hier los? Ja, das Platin, das ist ja schon seit Jahren, dümpelt das hier schon hier zwischen der 800 und der 1200 ungefähr so hin und her. Das bastelt meines Erachtens hier schon seit Jahren an einem Boden herum. Wenn man sich aber jetzt hier mal das ganz langfristige Chart hier anguckt, ja, das ist jetzt hier ab 2000, dann bastelt das noch hier viel länger an diesem Boden hier herum, ne? Nämlich hier so seit ungefähr 2016 schon. Ja, das wären dann schon jetzt irgendwie 7 Jahre oder so. Achso, ja, das sehen wir hier auch, Entschuldigung, ja, das ist hier dieses Stück hier, das ist eben hier, dieses Stück. Also stimmt schon, ja, seit 2016 circa. Das könnte explodieren. Platin könnte explodieren, wenn jetzt hier die Edelmetalle anziehen, weil das hier, wenn man das hier als Impuls wertet, ja, zwischen 2000 und 2007 circa, das ist hier ganz steil nach oben gegangen. Das ist jetzt hier schon seit 16 Jahren oder so, wird das hier jetzt schon mehr oder weniger konsolidiert. Und dieser Impuls, der könnte hier nochmal fortgeführt werden. Ja, das würde ich hier ganz klar die Möglichkeit sehen, dass es so kommt. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass im Platin auch noch hier wichtiger Zündstoff hier lauert. So, schauen wir uns das Palladium mal kurz an. Palladium, das ist hier ganz klar unterstützt hier im ganz langfristigen Chart hier bei der 1000. Da ist eine ganz klare Unterstützung drin. Sieht man auch, wie jetzt der Kurs gleich mal hier um 20% oder sogar noch ein bisschen mehr hier hochgesaust ist. Er hat mal die 1000 kurz unterschritten und dann ist er hier voll nach oben gesaust. Also hier bei 1000 Unterstützung, da könnte jetzt sich durchaus hier mittelfristig auf jeden Fall ein Boden bilden. So, und jetzt gucken wir uns noch das Kupfer an. Das Kupfer, das hat auch noch Aufwärtspotenzial meines Erachtens. Ja, das hat hier einen Impuls hingelegt zwischen 2020, also Corona-Jahr, und dann zwischen 2020 und 2022 hier ein ziemlich starker Impuls. Das waren also hier jetzt 150% und der wurde dann so konsolidiert. Also ob die Konsolidierung jetzt nicht abgeschlossen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, also dass Kupfer dann hier nochmal genau diesen Impuls dann hier nochmal fortsetzen wird. Und dann sind wir, dann kämen wir ungefähr auf die 600. Ja. Das ist hier von 200 auf 500, also um 300 hier hochgestiegen. Und dann setzt man das hier unten an, bei der 300 nochmal das gleiche nach oben, dann käme man auf 600. Also das sehe ich auf jeden Fall Potenzial beim Kupfer. Das heißt also, wenn der Dollar weiter schwächer geht, dann müsste das hier für die ganzen Metalle, Edelmetalle hier auf jeden Fall positiv sich auswirken. So, und das soll es dann für heute gewesen sein. Und dann wünsche ich ein recht schönes Weihnachtsfest. Und wir sehen uns dann nächste Woche nochmal, kurz vor dem Jahreswechsel, würde ich sagen. Tschüss, ciao und Servus und ein herzliches Glück auf hier aus Hamburg.